Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker hier beim Händler. Ratzfatz eine Quest eingesammelt und Abmarsch, ne? Ich hätte gerne eine Aufgabe von dir und zwar haben wir hier Vierer, abholen soll über 400 Meter, 900 Meter. So dich war mal noch nie, ne? Die Schule. Wir nehmen die Schule, ne? In der Hoffnung, dass wir ein paar Bücher bekommen. Die uns vielleicht noch ein bisschen fehlen, ne? So. Runde rein. Schule. Da hinten hin, okay. Ja, komm. Dafür haben wir einen Heli. Bisschen weiter vor, ein bisschen zurück. So, zack. Hier lang und gib ihn. Machen wir mal ein bisschen hoch. Wir fliegen mal ein bisschen hoch, ne? So, der geht jetzt ein bisschen besser, ne? Jetzt können wir hier das Ding ein bisschen ankippen. Na, guck mal, das ist unsere damalige Nachbarschule gewesen, Leute. So. Schon mal ein bisschen runter. Ja, wir sind gleich da, Kollege, kein Stress. Na, das hast du fein gemacht. So, runter. So, gewöhnungsbedürftig, ne? Aber es ist auf jeden Fall besser als die andere Geschichte, die wir halt hatten, ne? Hier waren wir ja noch gar nicht drin, ne? Da ist den Bus hier. Den bauen wir ab. Und dann resetten wir die ganze Geschichte. Und dann geht's. Gehen wir rein. Gucken wir mal, was es da drin schön gibt. Jetzt wisst ihr, wo die Bücher sind. Was vorher gesagt, ne? Nochmal ganz kurz rein. Bücher gemacht und raus, aber ich weiß es nicht. So. Bücher, Motoren und so weiter und so fort. Bücher. Eindeutig schon Bücher geschädigt, ne? Würde ich ganz einfach mal so behaupten. So, so, so. Komm schon. So. Zack, und noch ein los, komm. Und. Batz, nur den einmal. Und Quest annehmen. Zack, hier einmal reingucken nochmal. Also wir können jetzt auch die Kettensäge bauen, ne? Dadurch, dass wir Stahl machen können. Kettensäge bauen. Warum hat man das Rezept? 45 Zeit brauchen wir noch, ne? Magnum habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. Müsste ich jetzt auch erst gucken, ob wir da reinbasteln, ne? So. Vielleicht ist das, dass wir hier nochmal irgendwie den Traumschlüssel finden. Ja, den Traumschlüssel oder dieses Elektro-Ding da. Man ging jetzt ziemlich lange schon mit der Ranch hier rum, ne? Den Traumschlüssel. Die Knarre. So, die Knarre oder diesen Elektro-Ding da. Das wäre echt eine schöne Sache. So. Sehr schön. Abgebaut. United States of Army. Zick, ein Motor, 6er Batterie, na ne? Gut, immerhin, ne? Komm her, den Sprit, den gönnen wir dir gleich. Zack. Und jetzt geht's hinein. Jemand zu Hause. Der funktioniert immer. Ich vergesse immer, diese Sachen mitzunehmen, ne? Diese Loot-Drops und so weiter und so fort, Leute. Wenn man den Loot erhöhen kann, ne? Mal abbauen. Wenn wir nicht gerade irgendwie mäßig finden oder so was ähnliches, bauen wir jetzt nichts ab. Ich wollte mal was jetzt. Sorry, etwas ausprobieren. Irgendwo habe ich gelesen, wenn man die Dinger hier abbaut, leerer Medizinschrank,
Geht gar nicht. Oder die hier auch nicht. Doch da, Säure. Die Dinger, okay. Wenn man dieses Buch gefunden hat, ne, von wegen finde Säure in Medizinschränken oder so was ähnliches, ne? Dann ist es wohl echt so, wenn du da drauf klopfst, dass du dann wohl der direkt noch gar nicht da war. Komisch, keiner zu Hause hier. Was haben wir drin, ne? Genau. Das ist schon wieder merkwürdig. So, ja, zack, zack. Halt. Oh, gleich klein. Mülleimer. Das Ding ist entriegelt. Keiner da. Keiner da. Absolut keiner da. So, hier ist keiner. Und da sind wir gekommen, ne? Ja, jetzt ziehen wir halt durch, ne? So weit wie wir kommen. Ja, jetzt geht's los. Was? Ups. Ey. Liegst du oder liegst du nicht? Doch, du liegst. Ja, schön. Naja, Luftlöcher gemacht, wa? Das weg. Das raus. Brauchen wir nicht, ne? Da haben wir mal ein paar Luftlöcher reingeschlagen. Haben wir auch nicht reingeschlagen. Doch, Lampe haben wir an. Okay. Den haben wir. Den Mülleimer müssen wir kontrollieren. Blei. Nee, komm, Papier nimm ruhig mit. Shot Money kommt nicht umsonst, ne? Von nichts kommt nichts, ne? Einmal. Schläger raus. Ausgerechnet dich, ne? Und sehe. Komm, hör auf da. Ein Farala, Leute. Das war ein Farala. Hier kommt er nicht weiter. Ja, da hätten wir ja die Treppe, ne? Ich kann sagen, wo kommen wir denn weiter? Da sind unsere Dings, ne? So, das haben wir. Das ist schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Bist du eigentlich? Weiß ich nicht, ob du eine Explosions. Das schreibt ihr bei uns ja nicht mehr, ne? Daher können wir das jetzt nicht so sagen, wie wir das oder behaupten. Ich würde sagen, ganz normale Kopfplatte. Ansonsten hätten wir, glaube ich, schon eine Überraschung bekommen, ne? Wir ändern. Bleiben, das ist eine Beute Bonus minus. Ich glaube, besser als 5 gibt es auch nicht. Ne? Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, besser als 5. Ich habe noch nie was Besseres als 5 gesehen. Hier mein Spin. Oh, 6er. 6er Football halt, ne? Immerhin. Leider keine Bücher. Ja, komm. Hallo. Du auch noch? Boah. Und das packt aber gerade rein hier, du. Oh, hier ist noch ein Buch. Okay. Granaten. Durch lese Bauplan kannst du dann wieder die Klingel fertig werden. Ja, aber was sind das eigentlich für Granaten? Was ist das? Räume erobern, Urbangebäude. Eroberst du Raum für Rollen, nimmst du 5% weniger Schaden und teilst 10% mehr Schaden aus, wenn du drinnen bist.
Ja, wäre nice, ne? Das ist nicht schlecht. Das kennen wir schon, ne? So, dann müssen wir halt. Ups. Ja, mal gut, dass das nicht so hoch war. Na komm schon, trau dich, Mensch. Das ist einfach kein, das geht übrigens nicht. Zack. Ja, ja. Ich mag dich nicht, oder? Wollen hier, ne? Das ist einmal ein bisschen laut. Dafür haben wir unsere Waffen, ne? Was ich benutzen kann. Ich hab da jetzt einfach reingehalten, ne? Okay, unten. Ist wohl einer runtergefallen, aber ich denke mal, früher oder später kommt der bestimmt nochmal hoch. Ah, ist das Gebiet auch selber. So, die nehmen wir natürlich mit. Da müssen wir dann rein. Aber erstmal mal hier hinten natürlich. Ne? Wir wollen ja nichts. Die auch so gut manche Teile. Nee. Ja, eigentlich. Jetzt eigentlich gedacht, ja, aber ja. Zusammen. Ein Ruckelsäckel. Zack, ich lade mal nach. So, komm, und alle, hopp. Ich mache die Tür auf. Aber der hier rum mal Lackdreh als Theater macht, das ist einer von draußen, ne? Der wird nicht mit angezeigt. Da wieder eine Sixer Wrench. Ich möchte was anderes haben, ey, Leute. Ich möchte echt langsam ein anderes Deckel haben und nicht immer die Wrench. Kann das sein, dass wir den Einschränk hier weggeballert haben? Zumindest danach aus, ne? Ja, komm, die Stühle und die Menge nehmen wir mit, ne? Da macht's jetzt wieder die Masse, ne? Müll durchgucken. Drei Dietriche nehmen wir. Das wird klein gemacht. Stühle. Er ist drin, ne? Er ist drinne. Stuhl, kleine Handtasche, Stuhl, Leiting, das Leiting nehmen wir auch gleich auseinander. Ja. Kloppt da jetzt gegen das nächste Ding an. Okay, das war da oben drin. Jetzt können wir runtergehen. Wir können es halt doch noch, ne? Da ist nichts drin. Bitte. Oh, wäre zu schön gewesen, ne? Das wäre auch zu schön gewesen, aber den bauen wir ab, Leute. Dafür gibt es nicht. So. Schade.
jetzt auch in so einer Werkbank oder so ein Dings da so ein Werkzeugteil von sein können, ne? Federn raus. Ich glaube, wir müssen einmal runter. Gehen wir den Raum hier noch hin. Dann müssen wir einmal runter und uns leer machen, ne? Ja, geht halt nicht anders. Hier waren wir überall. Hier würde es runtergehen. Hat irgendwie schlechte Erinnerungen an die Ecke hier. Genau. Nee, das wollte ich nicht. Die wollte ich nicht. Nee, ihr seid auch noch irgendwo da. Unser Heli steht da hinten. Komm ich jetzt am besten zum Heli. Tja, okay, Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee. Auch da nicht, auch da nicht, da auch nicht. Kollege. Hören wir nochmal auf hier. So, fäll ich mich da über hoch und dann ist gut, ne? Oh oh. Hoffentlich ist der Hubschrauber nicht so weit weg, Leute. Glück gehabt, würde ich ganz einfach mal so behaupten. Da muss ich das nächste Mal drauf achten, ne? Dass ich den Hubschrauber dann nicht so weit wegparke. So, weiter geht's. Ja, passt schon zeitlich, ne? So. Hier sind wir raus, ne? Zack. Hopp. Mal ein paar Frames nachbauen, ne? Brauche ich ja immer irgendwie so ein paar davon. So, hier wieder runter. So, weiter jetzt. Zack. Baumwolle können wir wieder, ne? Baumwolle zahm, dich nehme ich so mit. Kaffee. Kaffee in der Spüle, da frage ich mich immer, was da so abgeht, ne? Jedes Mal aufs Neue. Schön. Wieder neue Säure. Das heißt, wir können wieder Reifen machen. Fimber Ranch. Das weg. Das wollte ich noch wegschmeißen. Das wollte ich wegschmeißen. Und zur Not geht das und das hier auch weg. Das klein machen. 161, ne? Auch ein bisschen Geld. Hier sind Mülleimer. Das Lucky Loot, der Buch haben wir. Schade. Und hier noch einmal. Zack. Stopp. Komm. Damit haben wir vorhin die ganze Zeit angefangen. Jetzt machen wir es auch weiter. Ich habe ihn. Hier waren wir noch nicht drin. Bohre Kaffee auf dem Pott. Kann man machen. Muss man aber nicht. Pissoirs. Also war das hier der Männerklo. Na, da ist der Hauptloot, ne? Das Armklo sein. Das hat aber auch irgendwie. Leer ist kein von den Damen, Alter, versteckt hier mal so eine schöne Pantpistole. Eine MP, ne? Da hätte ich richtig Bock drauf. Eine MP5.
Schädelbrecher, Nerds, Hackers, ja, ist alles gut. Ich vergesse den Rotz mal. Also das ist echt nicht meine Stärke, ne? Genau, hier kommen wir nicht durch. Wir sind gleich durch, Leute, ne? Gleich haben wir es geschafft. Gehen wir nach Hause. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die Quest abzugeben, aber... Naja, wir werden auch nicht reingekommen, ne? Wir mal halt auf. Moment, stopp mal. Die Tasche, habe ich die Tasche? Na? Ne, die Tasche habe ich nicht. Hätte jetzt auch der Mega-Loot drin sein können, ne? Aber da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, ne? Oder? So, weiter geht's. Hier gibt es gleich Rambazamba, Leute. Das weiß ich nicht. Guck mal, da oben stehen wir. Aber nichts Grünes dabei, ne? Kopfhöhe. Ist der Bulle gestorben? Vom Runterfallen, wa? Geil. Naja. Jetzt hätte ich gerne wieder so ein Ding, ne? Der Loot erhöht. Aber gut, haben wir nicht. Ich vergesse den Kacke mal. Gucken wir rein, was soll's. Okay. Das war nicht so schön. Cracke Book. Können wir nicht leben, der Schuss. Schuss in die Beine. Ja, ist okay. Aber den haben wir voll, ne? Das erste, glaube ich, oder? Lucky Looter. Medizinvorräte. Wir so viele Wunden, so wenig Verbände. Ja, guck mal an. Vorhin war ich an überlegen, ob ich es kaufe, ne? Das war's auch schon, Leute. Wollen wir mal gucken, was wir denn da drin da jetzt noch aufkriegen, vernünftig. Ohne dass es uns großartig ärgert. Ja. So viele Dietriche haben wir nicht, ne? 5 Stück hatten wir, glaube ich, und das war's, ne? Sei eine Art getrunken. Komm, ja, Polski. Und öffnen. Das ist ein Scherz, ne? Die hier noch. Den gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber alles andere. Schlag ins Gesicht, Leute. Wenn ich ganz einfach mal ein bisschen brauchen, ne? Na gut, ist halt so. Können wir nicht ändern. Müssen wir mit leben, ne? Ratzi raus jetzt. Schnellsten Weg. Zum Händler. Können wir die Quest noch abgeben? Sit hier hoch. Sit. Stopp. Hier rein. Und hier runter. Gehen wir die Quest noch ab, sollten wir vielleicht zeitig schaffen, sofern ich nicht gerade zum Blöd in den Heli zu fliegen. So, schön stabil halten und ab nach vorne. So, sollte das tatsächlich gehen, wir die Quest noch CVCRP. Fliegen wir noch nach Hause. Verräumen wir den Quatsch ein bisschen. Und dann ist gut. Aber die nächste Vierer-Quest. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Quests wir von den Vierern jetzt noch benötigen, ne? Bis wir durch sind.
unseren Questerei dann. Komm, fast gut, Alter. Das war fast perfekt. Pfeffer war schnell. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Ja, komm, nehm ich die Hose, ne? Nehmen wir die Hose. So, für den Abend brauche ich nichts mitnehmen, weil ich müsste Materialien holen, ne? Eisen vor allen Dingen und Blei und Nitrat. Das wird, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Aber da muss man auch ein bisschen dranbleiben, glaube ich, so vom Fliegenverhalten her. So, wenn ich jetzt so sage, noch ein bisschen C drücke, einmal ein bisschen vor, hier auch, die 0 wieder reindrücke. So, und jetzt runter. Jetzt schnell aussteigen. Perfekt. Perfekt ist was anderes, ne? Aber egal. So, verrollen wir den ganzen Schnacks hier noch ein bisschen. Was heißt verrollen, ne? Unser Verräumimus. Das hier rein. Da die Mütze brauche ich nicht kontrollieren. Weiß, dass er nicht besser ist als unsere. Hatten wir ja vorhin einmal ganz kurz drüber gehalten. 2000 Bonbons haben wir wieder. Die besser als unsere. Kritische Rüstung sind wir schon. Nö. Was haben wir denn überhaupt an? Ja, da haben wir schon eine an. Zack. So, das ist durchgeholt. Ja, haben wir heute eine relativ pünktliche Folge. Ne? Das muss auch mal sein, oder? Ja, aber das, was ich nicht ganz schön finde, ist. Naja, doch, okay, ich komme hier im Auto noch raus. Aber zur Not haben wir auch noch. Stopp, da wollte ich. Da wollte ich hin. Da ist die Box auch schon wieder voll. Das geht so schnell, Leute. Na. Das geht so schnell. Einen wunderschönen guten Abend. Die meine ich, ne? Aber dafür können wir persönlich nur eine 1 bauen. Also das bringt uns auch nicht viel weiter. So, okay, Leute. Wir machen uns jetzt noch ganz kurz zusammen fertig. Dafür, dass ich dann auf Materialzeugs gehe. So. Naja, hier können wir das hier auch nochmal so voll machen. Und das hier auch nochmal. Und morgen früh, wenn ich dann nach Hause komme, dann werde ich halt nochmal eine Runde kochen gehen müssen, ne? Da ist der 2er Erdbohrer. Und wir nehmen natürlich Sprit mit. Ich muss in die Wüste, ne? Ich muss Sprit holen. Aber in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.